Bitte, klappe die erste. Worum geht's denn in diesem Teil, Marco? Also, heute ist der letzte Teil der Serie Auf dem Land mit Marco. Und wir haben gedacht, heute machen wir mal so ein bisschen so ein Reminiszenzvideo. Was ist eigentlich gelaufen über die letzten Folgen? Wie viele Folgen haben wir gemacht eigentlich, Heidi? 25 in 2 Jahren. 25 Folgen haben wir gemacht. Und was da so passiert ist in den 25 Folgen, wo das alles war, wo das stattgefunden hat und wie sich die Sachen entwickelt haben, die zeigen wir euch heute. Komm mal mit. So, hier hat alles angefangen. Hier war unser, in diesem Bereich, war eigentlich mal unser Rohwolle-Lager. Hier haben wir Wolle, ja, Rohwolle gelagert. Damals sah es natürlich noch viel keimiger aus hier. Jetzt ist es ein bisschen schicker, ein bisschen. Und jetzt ist hier unsere Stepperei drin. Hier machen wir unsere Bettwaren. Ich sag nur Chinese. Ja, das war natürlich kompliziert, ne? Also der war dann hier, wir haben die gekauft in China, dann kam die Maschine und dann kam halt ein Chinese dazu, um die aufzubauen. Also du kommst klar erstmal, ja? Ich komm klar, alles gut. Danke. Nebenan wird gerade noch eine Maschine aufgebaut. Okay, you clean. Waiting. Tja, aus China ist da. Wurde mit der Maschine aus Tianjin eingeflogen. Ich möchte heute ausprobieren, mehrere Lagen hiervon zu schneiden. Okay. Sie können versuchen, 3 bis 5% Okay. Du könntest schon einmal das Papier auslegen. Tja, bleibt eine Woche. Dann muss die maßgeschneiderte Maschine laufen. Die Kombination, die hat keine. Die Kombination ist Marco Scheel in Teplitz. Also die Kombination aus Steppen und Schneiden halt. Ne? Der konnte kein Englisch und wir kann natürlich kein Mandarin. Deswegen haben wir mit Google Übersetzer gesprochen. Das war relativ kompliziert, vor allem bei technischen Sachen, aber es hat irgendwie hingehauen. Wir haben uns eingefuchst mit der Maschine. Wo war das Loch? Welches? Das Loch in der Decke? Ja. Das war da in der Ecke. Ich würde gerne halt hier das Dach in Ordnung bringen, einen vernünftigen Estrich machen und dann könnten wir hier halt produzieren. Genau, heute macht Henry hier Schneide zu. Ne? Wir haben hier den Zuschnitt jetzt. Haben wir den Cutter hier rüber manövriert, haben auch einen Legetisch dazu, Gott sei Dank mittlerweile. Und jetzt ertüchtigt er sich hier fleißig. Guck, da kommen schon die nächsten Besucher, die nächsten Kunden, Besucher. Wir haben nämlich jetzt auch hier in Teplitz ein Showroom. Das heißt, man kann hier bei uns shoppen direkt. Das ist ein Ladengeschäft, hier kann man herkommen und einkaufen. Das wissen noch nicht so viele, aber langsam sickert es durch. Und dann trudeln hier immer mal so ein paar Kunden ein. Kommen Sie durch, Sie müssen hier die Treppe hochgehen. Es ist halt jetzt sozusagen nachbeschichtet, ne? Aber ja. Guck, hier fängt es schon wieder an. Hier, guck dir das an. Komm mal her hier. Da kommst du hier mit dem Staubfeudel dagegen und dann kannst du das hier wie eine Eierschale, kannst du das hier abhören. Guck dir das an. Ist das normal? Nee. Das ist doch nicht normal. Nee. Ja, also, jetzt soll ich jetzt... Ja, muss ich dir oben zeigen. Pass auf, komm mit. Komm mal mit, ich zeig dir mal, damit du das mal verstehst. Komm mal mit. Jetzt soll ich. Für die drei Hansel. Hier arbeiten 6 Leute, da hinten arbeiten 6 Leute, 12 Leute hier oben. Und es ist alles offen. Guck doch mal, wenn hier Rauch entsteht, das ist ein Volumen sondergleichen. Jetzt soll ich hier, das ist hier eine Ruine gewesen. Nicht? Ich habe hier investiert, hunderte Tausende, dahin investiert, dass die Wände, diese Natursteinmauerwände, dass die erhalten bleiben und schick aussehen wieder, vernünftig, im 21. Jahrhundert existieren können. Jetzt soll ich vor diese Fassade, die ich teuer bezahlt habe, eine Treppe bauen. Da drüben ist eine 1,20 breite Treppe. Jetzt soll hier noch eine Außentreppe, eine scheiß verzinkte Stahltreppe soll jetzt hier hin, weil eine Treppe nicht ausreicht. Entschuldige, aber da weigere ich mich einfach. Was soll die kosten? Was weiß ich? Was haben wir Angebot bekommen? 15.000 oder so. Weißt du, wie viele Jacken ich dafür produzieren und verkaufen muss, um 15.000 Euro Gewinn zu machen, den ich dann in so eine Scheiße investieren kann?
Hier wird genäht. Genau, hier wird produziert. Hier war ja gar nichts. Hier war Stroh. Stroh lag hier drauf. Ne? Also, auf der Seite hier, das ist alles Näherei. Und die Seite sind Büros. Das sind alles hier Nähmaschinen, Nähplätze. Wir merken, dass wir wachsen, ja, und wir können gerade so momentan unseren Bedarf decken. Ja, das ist der Traum, ne? Das ist der Traum. Mal gucken, ob das Wirklichkeit wird. Warte, komm hierher. Guck mal, so ist das jetzt. Ja? Warte. Ja? Zeig mal. So, das jetzt. Und so soll das mal werden. Na, hier passiert gar nicht so viel. Außer, dass wir da halt ein Fenster reinmachen wollen. Ein schön großes, damit wir Licht in unsere Büros bekommen. Wir hatten noch so ein Video, wie wir uns das gedacht haben, dass es mal aussieht, nicht? Und es ist relativ ziemlich genau so geworden, auch muss man schon sagen. Ne? Also so ziemlich genau wie die Pläne haben wir es auch umgesetzt. Ja. Das sind jetzt interessierte Leute, die jetzt hier shoppen. Die kommen jetzt hierher und kaufen ein. So ist das. Genau. Hier ist eine Küche. Das ist hier Silkes neues Reich. Hier waltet und schaltet sie. Die ist gerade krank. Silke ist krank, ja. Wir haben gerade keinen Mittagstisch. Absolute katastrophale Situation. So, hier ist Büro. Hier sitzen wir und streiten uns den ganzen Tag. Nein, hier sitzt das Team und überlegt sich, wie es so weitergeht mit uns. Was wir so machen. Aber so ein bisschen froh bist du auch über das, was du alles geschafft hast. Ja, wir haben hier einiges geschafft von dem, was wir wollten. Also es ist halt ein ongoing struggle. Es ist einfach ein ongoing struggle, der einen so... guck mal, wenn ich jetzt nicht erfolgreich wäre mit meinen Produkten, ne? Nicht erfolgreich wäre mit der Wolle, mit dem ganzen Konzept und so weiter, wenn da niemand Interesse dran hätte oder so, dann könnte ich den daraus entstehenden Misserfolg irgendwie, das könnte ich aushalten. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind erfolgreich mit dem, was wir eigentlich machen. Wir sind aber, wir sozusagen, unser Misserfolg, unsere Misere erstreckt sich immer da, wo wir mit Behörden nicht hundertprozentig mitspielen können. Weil unser Konzept das vielleicht nicht hergibt. Oder unsere bauliche Anlage das nicht möglich macht. Sowas zum Beispiel. Oder sozusagen, wir haben Fachkräftemangel, es gibt keine Näher. Sozusagen, wir versorgen uns mit Fachkräften aus dem Ausland und haben nur Probleme. Und dieses bescheuerte Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das jetzt novelliert werden soll, geht völlig an der Realität vorbei. Die Realität ist die folgende. Die Leute kommen hierher und denen wird erstmal ihr Führerschein aberkannt. Und dann brauchen sie einen Termin, um den Führerschein umschreiben zu dürfen. Und darauf wartet man 2 Monate. Und danach erst müssen sie Praxisstunden machen, müssen eine Fahrprüfung machen, alles natürlich auf Deutsch. Das geht alles nicht. Wir sind hier auf dem Lande. Deutschland findet ja nicht nur in Berlin-Kreuzberg statt, sondern ein bisschen was von Deutschland passiert halt auch auf dem Land. Und hier kannst du ohne Auto nicht überleben. Du kommst nicht zum Lidl ohne Auto. Okay? Du kannst dich nicht mit Nahrungsmitteln versorgen. Dann gehen die Leute wieder nach Hause. Als Bio-Deutscher hast du nichts mit der Ausländerbehörde zu tun. Deswegen weißt du auch nicht, was da für Zustände herrschen. Dass da Leute kampieren müssen von der Ausländerbehörde, um einen Termin zu bekommen. Und unsere Mitarbeiter aus der Ukraine, geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die müssen alle 3 Monate dahin, um ihren Aufenthaltsstatus zu verlängern. Und müssen jedes Mal dort irgendwie Verrenkungen machen, um einen scheiß Termin zu bekommen, um irgendeinen dreckigen Stempel zu kriegen, der dann sagt, ja, du darfst 3 Monate weiterbleiben und arbeiten. Und unser Bruttosozialprodukt erhöhen. Und das Geld für viele, viele Hartz-IV-Empfänger in Deutschland mitverdienen. Du darfst Lohnsteuer zahlen. Naja, oder was? Was lachst du denn, Kathi? Es ist doch so. Aber wehe, du willst einen Zahnarzt hin. Ja. Es frustriert halt alle. Es ist einfach so. Ja. Es gibt da niemanden mehr, der sagen kann, ach komm, wird schon. Alle sitzen immer nur da und denken, boah. Ja, das kannst du 6 Monate machen. Die ersten 6 Monate, die du hier sitzt, da wo Madeleine jetzt sitzt, die ersten 6 Monate denkst du, ja, wird schon. Ja, das ist jetzt ein Einzelfall hier oder so. Nicht wahr? Ja, aber Madeleine sitzt jetzt da seit 6 Monaten und ist pappesatt von der ganzen Scheiße. Und ich mache mir über diese Situation, mache ich mir für meinen Sohn, für die Zukunft meines Sohnes mehr Sorgen als über den Klimawandel. Klimawandel ist auch scheiße, das wird uns treffen,
und das wird empfindlich sein und richtig ein Problem sein. Aber dass wir nicht in der Lage sind, auf Veränderung, als Gesellschaft nicht in der Lage sind, auf Veränderung zu reagieren, weil wir völlig uns in eine totale bürokratische Handlungsunfähigkeit hineinmanövriert haben. Das ist der Super-GAU. Und es scheint noch nicht jeder gecheckt zu haben. Es geht um meine Existenz und ich kann es nicht ändern. Selbst mit der absolut größten Kraft- und Energieanstrengung kann ich an dieser Situation ja nichts ändern. Ich müsste vielleicht, weiß ich nicht, Bundeskanzler werden oder was. Ach, das funktioniert ja auch nicht. Das macht mich momentan richtig sozusagen... Leute, das war jetzt der letzte Teil. Ich muss mich vielleicht ein bisschen entschuldigen, dass ich mich schon wieder so aufgeregt habe und dass es nicht vor Happiness gestrotzt hat, das Video. Aber das ist immer so, du denkst, jetzt hast du's. Jetzt denkst du, du bist jetzt, du hast es geschafft irgendwie und dann geht alles von vorne los. Einfach. Das ist so ein ongoing, so ein never ending story, so ein Loop immer irgendwie. Verstehst du jetzt? Wie gesagt, es, das ganze Behörden-Scheiße, das geht jetzt alles wieder von vorne los. Ich sehe es schon alles kommen, der Sturm zieht auf. Und das macht mich halt schon wieder ein bisschen nachdenklich. Ne? Das ist alles. Ich hoffe, euch hat der Teil trotzdem ein bisschen gefallen. Jetzt hätte ich eigentlich gesagt, ihr schaltet vielleicht beim nächsten Mal wieder ein. Aber ich verabschiede mich. Macht's gut. Auf Wiedersehen.